Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, wieder im Flight Simulator. Und ja, vor kurzer Zeit ist das World Update 8 rausgekommen, welches Spanien, Portugal, Gibraltar und Andorra beinhaltet. Und dementsprechend haben wir natürlich auch wieder ein paar spannende neue Lande-Challenges bekommen, die wir heute machen werden. Haben schon mal mir so, oder ja, Flug bin ich so noch nicht, aber haben mal angeguckt, welche das sind. Von den Aufgaben her sieht das sehr, sehr spannend aus. Ich fange hier gleich mal mit der ersten Aufgabe an. Wir sollen mit dem A320 in Bilbao landen. Bin ich noch nie gelandet in Bilbao. Mal schauen. Die Landebahn sieht nicht allzu lang aus. Also, ja, das wird sicher gleich mal eine sehr, sehr spannende erste Aufgabe, die wir hier vollziehen müssen. Sehen wir den Anflug, das hier so eine Linkskurve, die wir fliegen müssen. Ja, mal schauen. Halt und Bein muss auch nochmal. So, da sind wir auch schon. Wir befinden uns jetzt gerade schon in der Linkskurve in Richtung Landebahn. Da vorne im Nebel sehen wir sie auch schon. Ja, mal schauen. Das wird sicher sehr, sehr spannend. Aber ja. Es kann nur schief gehen. So, wir finden uns jetzt genau vor der Landebahn. Kommen hier jetzt langsam aber sicher runter. Dann schauen wir einfach mal, wie schief es denn gehen kann. 100. Lang nicht mehr. Hab lange nicht mehr so eine Lande-Challenge gemacht. Ja, mal schauen. So. Wird schon akzeptabel gewesen sein. So. Ja, gut. Landebahnrollen haben wir sowas von nicht hinbekommen. Mein Plan, wieso das Ding jetzt hier auf einmal so hin und her geholpert ist. Und ja. Vom Stopp her ist das auch sehr, 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 sehr knapp. Muss mal so zu sagen. Also, eine gute Landung war es definitiv, glaube ich, noch nicht. Kriegen wenigstens ein B. 300 Feet per Minute. Präzision eigentlich ziemlich gut, aber hier ist das Bodenrollen eine komplette Katastrophe. Um es mal nett auszuführen. Aber naja, haben wir das erste schon mal hinter uns. Wird jetzt hoffentlich Verlauf wieder besser. Weiter geht's in Girona. Da sollen wir mit unserer TBM 930 landen. Girona bin ich auch noch nicht gelandet. Also mal schauen, wie das denn hier so klappt. Jetzt hier auch wieder so eine Linkskurve, die wir anfliegen. Ja, bin ich mal gespannt. So, auch hier, wie gesagt, jetzt diese Linkskurve, die wir hier fliegen müssen. Und sehen wir hier gleich schon links und rechts noch verdeckt der Flughafen hier von Girona. Da sehen wir ihn. Ja, ein kleineres Flugzeug, also mal schauen, wie ich hier denn so mit zurechtkomme. So, sind jetzt auch hier kurz vor der Landebahn. Man muss auch sagen, dass er noch leicht im Wind von ziemlich genau rechts haben. Ja, mal schauen, der uns hier noch irgendwie was an hat, aber ich glaube, so schlimm ist es nicht. Dann geht es gleich darum, natürlich da möglichst weich zu landen, dass wir immer als erstes auf die Schau, denn am besten noch möglichst präzise mit möglichst wenig Bodenrollen hier von links nach rechts auf der Landebahn. Mal schauen, ob das so alles klappt, wie ich mir das vorstelle. Jetzt schon irgendwie, das war zumindest schon mal der Touchdown, aber ich weiß nicht, wieso das Ding mir hier gerade die ganze Zeit so mal zur Seite abhaut. Bisschen sehr, sehr komisch. Mal so.
zu sagen, aber gut, irgendwie sind wir trotzdem gekommen, wieder nur B. Ich glaube, eine ziemlich identische Punktzahl wie gerade eben. Diesmal eine um einiges weichere Landung, dafür die Präzision schon nicht mehr so gut. Das Bodenrollen ein bisschen mehr in Griff gehabt, aber irgendwie immer noch nicht wirklich toll. Das bricht uns gerade die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen das Genick, was die gute Bewertung angeht. So, ansonsten haben wir hier nichts Neues mehr bei den berühmten Sachen. Geht jetzt also weiter zu Episch. Und da haben wir hier in Lyon eine Landung mit der 747. Ehrlich gesagt habe ich von Lyon noch nie was gehört. Aber ja, mal schauen. Die Landebahn sieht ja halbwegs so aus, als könnte eine 747 irgendwie. Ja, als könnte eine 747 drauf landen, aber ja, mal schauen, wie das so klappt. So, da sind wir wieder. Diesmal ist es eine ziemlich steile Rechtskurve, die wir hier fliegen müssen. Vielleicht, wenn wir die hier gemacht haben, kommt auch schon sofort der Flughafen auf uns zu. Wir können jetzt langsam mal reingehen in die Rechtskurve, da sehen wir schon die Landebahn hier von Lyon. Ja, mal schauen, wie das denn wird. Ah, hier ist also jetzt weiß ich auch, wie Lyon ist. Sehr spannend auf alle Fälle. So, aber ich soll mich jetzt hier auf die Landung konzentrieren und auf nichts anderes. Kommt rein in diese Rechtskurve. Könnte noch ein bisschen besser sein. Langsam. Ja, mal schauen. So wie der Anflug aussieht, wird es das reinste Chaos hier, diese Landung. Aber mal schauen. So, ich sehe hier nach links. Oh Gott, ey. Man merkt wirklich, dass ich doch dieses Spiel die längere Zeit mal ein bisschen vernachlässigt habe. Aber mal schauen. So, hier jetzt die Landung. Und ja, runter so ein bisschen zu weit links. Ja, gut. So, ich glaube, Präzision war tatsächlich sehr, sehr gut. Jetzt haben wir bloß hier dieses Problem mit den Rollen auf der Landebahn hier. Ja, ja. Also auch hier wieder. Das ist irgendwie komisch. Aber naja, da sind wir wieder nur B. Ey, das geht mir so langsam auf den Sack. 341 per Minute. Bitte so eigentlich auch wieder mal wieder das Bodenrollen, was uns komplett alles gekostet hat. Ja. Also wieder nicht wirklich. Perfekt, das Ganze, meine Güte, ey, sonst war ich immer so gut in solchen Sachen, aber heute ist es wirklich mal eine reine Katastrophe auf gut Deutsch. So, weiter, da freue ich mich besonders drauf, geht's mit Portimão in Portugal. Und jetzt sollten eigentlich bei allen Formel 1 Fans die Glocken läuten, denn Portimão ist ja auch die Formel 1 Strecke vom großen Preis von Portugal. Da schauen wir jetzt also mal, da bin ich besonders gespannt drauf. Weiß gar nicht, ich glaube, die Rennstrecke sieht man hier gerade nicht. Das ist eine sehr, sehr enge Rechtskurve, die wir hier fliegen müssen. Ja, mal schauen, wie das dann wird. So, da sind wir auch wieder. Ich habe gerade nochmal geguckt, aber die Rennstrecke ist doch noch ein bisschen woanders. Ich habe gerade nochmal auf Google Maps geguckt. Und das ist dann doch nochmal ein bisschen woanders. Aber jetzt kommen wir hier gleich rein in diese Rechtskurve hier. Dann sind wir auch gefühlt gleich schon bei der Landebahn. Also ist hier ein diesmal relativ kurzer Anflug. Da sehen wir schon die Landebahn. Dann schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, welches Flugzeug hier, also der Karawan.
kommen wir hier ziemlich steil runter reingeflogen. Mal schauen, dass da diesmal vielleicht mal unsere erste A-Geschichte ist. Mal schauen. Wird schon nicht schief gehen. Jetzt hier runter. So. Ging doch halbwegs. Nur noch stoppen. Ich glaube, diesmal war das sogar halbwegs an dich. Hoffe ich mal. Mal schauen. Aber ja, Alter, 1.227.000. Ah, super. Sensationell. Diesmal hatten wir das Bodenrollen auch sehr, sehr gut im Griff. Auch die Präzision war sehr, sehr gut. Und 224 Feet per Minute ist auch komplett okay. Also, das definitiv. Ja, richtig, richtig gut. Also hier am Portimao haben wir mal richtig, richtig Glück gehabt. Da kommt bei My Team ja auch bald das Rennen. Bin ich mal gespannt drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch darauf. Aber ja, damit haben wir episch, glaube ich, soweit ich hier gucke, eigentlich auch abgeschlossen. Wir hier kein Spanien, Portugal oder sonst was mehr. Dann geht's weiter zum starken Wind. Und ja. Bei starkem Wind darf natürlich vor allem erstmal nicht Madeira fehlen. Also ja, Madeira natürlich nicht schlecht, um es mal so zu sagen, sollen wir jetzt mit den A320 landen. Auf Madeira ja immer sehr, sehr viel Wind. Und ja, hier Madeira sollen wir also auch in Wirklichkeit diese Rechtskurve da an der Klippe vorbeifliegen. Das ist auch immer ein sehr, sehr spannender Anflug. Ich glaube, für den Anflug braucht man sogar eine spezielle Lizenz. Also, ja. Mal schauen. Wird spannend im A320. Und ja, es ist hier wirklich sehr, sehr windig. Also, da sieht man allein hier, wie die Speed-Panel hier abgeht. Komplett verrückt hier, wie der Wind ist. Ja, mal schauen, wie dann die Landung hier gleich wird. Könnte spannend werden. Sind jetzt auch hier, also bei diesen Klippen quasi angekommen. Jetzt kommt hier eben gleich diese Rechtskurve rein zur Landung hier auf Madeira. Und wie gesagt, der Wind ist wirklich sehr, sehr verrückt. Ach, das Fahrwerk war noch gar nicht unten. Schön, dass mir das auch mal jemand sagt. Das ist so gut. Dann kommen wir hier jetzt rein. Mit dieser Rechtskurve rein zur Landung. Overspeed. Ja, ja, Overspeed Arm. Ihr wisst schon. Das geht mir gerade mal ziemlich am Körperteil vorbei. So. Kommen wir jetzt hier rein zur Landung. Das ist das Wichtige. Eieiei, ist wirklich verrückt, ey. Der Wind ist wirklich verrückt. So, mal schauen. Hier hab ich dann wenigstens eine Ausrede, wenn die Landung nicht so unendlich toll wird. So, hier ist die Touchdown-Zone, die haben wir mal sauber überflogen. Die Landung war auch eine reine Katastrophe. Bodenrollen haben wir auch weniger im Griff als beim letzten Mal. Dementsprechend ist die Landung auch nicht wirklich so perfekt gewesen. Also mit B wäre ich nicht noch zufrieden. Ja, ist am Ende das B. Ja, diese Bodenrollen wieder richtig schön Präzision war eigentlich richtig gut. Und ja gut, die Landung war auch nicht die smootheste, nicht wirklich Butter, also das ist schon fast mein Info, was ich hier gehört habe. Aber naja, wie gesagt, starker Wind war natürlich auch sehr, sehr schwer. So, aus Niedel gezogen. Guck mal, dann haben wir hier noch Pico. Ich glaube, Gibraltar gab es auch vorher schon. Und deswegen ist das keine neue. Aber hier haben wir eben noch mal eine Portugal. Und sonst noch eine? Nee, also hier. Pico mit der Beechcraft King Air 350, also die letzte Landeherausforderung, wenn ich das richtig sehe,
ist nochmal ein kleinerer Flughafen. Direkt an der Küste, also ist eine Insel, glaube ich. Dementsprechend natürlich auch hier sehr, sehr windig. Sollte ich gleich so eine Rechtskurve fliegen? Ja, mal schauen. So, da sind wir auch schon. Diese kleine King Air natürlich auch nochmal windanfälliger. Das macht die ganze Geschichte nun nicht zwingend einfacher. Aber mal schauen. Wir sehen hier rechts schon den Flughafen. Pico. Schauen wir einfach mal, wie wir denn hier so zurecht kommen. Geht jetzt hier gleich rein in diese Rechtskurve. Und dann hoffen wir einfach mal das Beste, dass wir sicher runterkommen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Der Rest wird sich denn von selbst ergeben. Hoffe ich mal. So, schauen. Landet war. Das kann es nur sagen. Ich glaube, ihr seht es auch vom Ruckgewand. Es ist wirklich nicht einfach, hier in diesem Wind zu fliegen. Naja, mal schauen, wie das denn wird. Jetzt hier runter auf die Landebahn. Schauen wir einfach mal. Präzision war auf alle Fälle gut. Das Landebahn wollen wir wieder 6 minus sein. Jetzt geht es einfach nur darum zu stoppen. Das Landebahn rollen natürlich durch den Wind nochmal wieder schwerer, da das Flugzeug dann auch selbst gern mal irgendwo hinsteuert auf einmal. Aber am Ende haben wir es, glaube ich, halbwegs vernünftig. Oh, zieh! Okay. Zieh nur. Ah, die Präzision zu. Präzision war doch voll gut, oder? Nee, blöd. Okay, die Landung an sich auch nicht so die allerweicheste und das Bodenrollen auch eine Katastrophe. Aber naja, okay, lassen wir das mal so stehen. Aber ja, damit haben wir, glaube ich, alle dieser neuen Landeherausforderungen abgeschlossen. Und damit können wir dann auch das Video beenden. Ich bedanke mich wie immer sehr herzlich fürs Zuschauen. Lasst gerne natürlich ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst auch gerne noch ein Abo da und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Flight Simulator Videos zu verpassen. Schaut auch gerne noch oben rechts, seht ihr das bei meinem Twitch und Instagram Kanal vorbei. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Bleibt bis dahin stabil und vor allem gesund. Natürlich. Bis dahin. Ciao, ciao.